Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mori kocht. An meiner Seite der einzigartige Krokettenkalle. Und ihr wisst, was das bedeutet. Sí, croquetos, muy grande, de la Süßkartoffel. Genau, wir haben ja schon ein paar Mal Kroketten gemacht, lieber Kalle. Und du hast dir gewünscht, Mori, wann machen wir mal endlich wieder Kroketten? Und wir haben jetzt Kroketten, ne, Grundrezept, sag ich mal, Chili-Cheese-Kroketten und jetzt wolltest du... Die waren lecker. Die waren auch lecker. Die waren wirklich schön. Und jetzt wolltest du Süßkartoffel-Kroketten machen. Ja, das war, weil es ist quasi, das ist quasi das, was das Ganze abrundet. Also wir haben ja schon alles hinter uns, ne? Das ist jetzt quasi... Es gibt noch ein bisschen mehr. Wir können ja auch lila Kroketten machen mit lila Kartoffeln und so. An Zutaten benötigen wir Olivenöl, dunklen Balsamico, Semmelbrösel, Speisestärke, Chiliöl, passierte Tomaten sowie Tomatenmark, Feta-Käse, Frittieröl, Süßkartoffeln, Rucola, Zwiebeln und Knoblauch, Eier, Cherry-Tomaten, Chili- und Oregano-Pulver, Salz und Pfeffer, Mehl, Zucker sowie Butter. Das macht dann weniger als 4 Euro pro Person bei wirklich großen Portionen. Süßkartoffeln-Kroketten. Wie funktionieren die, Kalle? Du bist ja jetzt Kroketten-Experte. Ja, man braucht Kartoffeln. Also Süßkartoffeln. Die habe ich schon mal vorbereitet. Ich habe da mal was vorbereitet. Oh Leute, da ist hier was in den Lappen drunter. Damit es nicht rutscht. So, die darfst du natürlich pellen. Pellen? Pellen. Kann man die nicht mit Schale krokettig machen? Nee. Ah. So, ich habe die schon mal vorgekocht, damit wir nicht so lange brauchen. Logischerweise, ich helfe dir mal. Nimmst du Sparschäler oder lieber Messer? Ich nehme grundsätzlich immer den Sparschäler. Okay. Bin da so ein kleiner Lappen. Boah, das ist aber eine andere Konsistenz hier, hör mal. Richtig. Das kannst du ja schon was abziehen hier. Es ist eine andere Konsistenz und das führt dazu, dass wir Süßkartoffelkroketten ein bisschen anders machen müssen. Eieiei. Weil anders als der Name vermuten lässt, sind tatsächlich Kartoffeln und Süßkartoffeln gar nicht mal so nah verwandt. Ist das so? Ja. Kartoffeln sind Nachtschattengewächse. Nachtschattengewächse. Ja, Süßkartoffeln nicht. Das sind Windengewächse. Und Süßkartoffeln haben zum Beispiel keinen so hohen Stärkegehalt. Das merkst du gerade. Ja, das merke ich wirklich. Ja, Kalle, nächster Schritt. Wir haben ja die Kartoffeln, du hast schon festgestellt, die sind ziemlich weich. Ja. So, jetzt, die haben einen geringen Stärkegehalt. Es gibt natürlich so einen Trick, den kennst du auch von den anderen Kroketten, damit der Teig nicht zu feucht ist. Ne? Man sieht ja, die Kartoffeln sind relativ feucht, die saugen sich schnell mit Flüssigkeit voll. Was machen wir da? In den Ofen. Genau, wir lassen die ordentlich ausdampfen. Das ist ganz wichtig, wenn ihr Kroketten macht, weil sonst habt ihr so einen Matscheteig und kriegt keine vernünftigen Kroketten geformt. Das heißt, wir nehmen uns jetzt so ein Blech. Du kannst die nochmal halbieren gerade. Ist das dein Dick? Das ist mein Dick. Oh, das ist dein Dick. Nice. So oder so? So wahrscheinlich, ne? Genau. Längs nach hast du natürlich mehr Fläche. Und dann legst du sie einfach drauf. Und dann packen wir sie kurz in den Ofen, damit die nochmal richtig ausdampfen können. So, Kalle, damit wir jetzt nicht warten müssen, bis die Kroketten quasi fertig ausdampfen im Ofen, machen wir in der Zwischenzeit schon mal den leckeren Salat und auch Dressing dazu. Ja, haben wir noch gar nicht gesagt, ne? Dass wir Salat genau machen. Wir machen Salat. Du wolltest einen leckeren Salat dazu, zu den Kroketten, der dazu passt. Ja. Und mediterran. Ja, ich habe mir das Geist überlegt, wir machen so einen Rucola-Salat. Ja, mit einem Tomatendressing und legen die Kroketten dann quasi zu dem Salat dazu. Geil, oder? Gibt's auch irgendwie Käse oder so? Feta? Ja, ich habe Feta-Käse auch dabei. Geil! Das ist dein Geschmack, oder? Da sehe ich los mich. Los geht's, das jetzt heißt auf. Schnibbeln. Knoblauch oder Zwiebeln, was willst du? Dachte ich mir. Hast du keinen Bock auf Knoblauch, oder? Nee. Also bei Zwiebeln stecken die Hände ja auch immer. Weißt du, also ich bin da sowieso mittlerweile, glaube ich, ein bisschen abgehärtet, aber ich habe das Gefühl, da ist natürlich jetzt mal die Frage, wenn man Zwiebel schneidet, ne, da gibt es ja diesen Heul-Shit, ne? Da heult man ja mal rum. Ne? Kennt man ja. Wegen den, ne? Was da aus der Zwiebel kommt. Aber ich habe mal gehört, dass wenn man die Zwiebeln und das Messer heiß abspült oder warm abspült, dass es dann abgewaschen ist, sozusagen, dass du nicht mehr rumheulen musst. Stimmt das? Keine Ahnung. Also ich kann mir nicht vorstellen, warum das funktionieren sollte. Ist das auch falsch oder ist das richtig? Ich weiß es nicht, Kalle. Ich habe als du holst nie rum oder was? Nee, ich habe mal 30 Kilo Sack Zwiebeln geschnitten und danach musste ich nie wieder heulen. Mui ist als kleiner Junge in den Zwiebelsack gefallen. Ja, im Prinzip. Mach mal, im Restaurant hast du easy einen 30 Kilo Sack Zwiebeln. Den machst du und danach weinst du nie wieder. Vertrau mir mal, Kalle, nimm mal mein Messer und dann musst du auch nicht weinen, weil das so scharf ist, dass du nicht weinen musst. Weil viele haben kein scharfes Messer, dann drückt das und spritzt der Saft raus. Mhm. Aber du hast jetzt gar nicht gefragt, wie du die Zwiebeln... Ja, ja, genau, wie macht man das? Pass auf, wir machen die für einen Salat, habe ich jetzt vergessen natürlich zu sagen. Das heißt, wir machen Ringe, eigentlich oder? Ringe. Ah.
Genau, aber hier kannst du noch so halbe Dinger machen. Ja. Oh, kennst du diese Zwiebelringe aus der Tüte? Klar, habe ich auch schon selber gemacht. Echt? Frittierte, ja. Ich weiß gar nicht, womit. Bei den Dodo-Snacks habe ich Mozzarella-Sticks und Zwiebelringe gemacht. Ja, aber das sind ja nicht die. Also, das sind nicht. Die sind ja. Das sind Zwiebelringe gewesen, ja, aber das sind ja nicht die, die ich meine. Ich weiß nicht, welche du meinst. Es gibt diese. Die sind in so einer Chips-Tüte. Die ganz klein. Ach! Ja, das kann ich auch, die wirklich nur aus Zwiebeln. Wahrscheinlich ist da noch Kartoffeln mit drin. Die sind mit Sicherheit nicht nur Zwiebeln. So, Kante, als nächstes darfst du meinen Zauberstab nehmen. Gott! Den großen? Da, wo Zauberstab draufsteht. Jetzt steht der Zauberstab drauf? Da steht wirklich Zauberstab drauf. Oh. Alter, geiles Dressing, hast du schon mal gemacht? Nee. So, wir fangen an. Wir nehmen einfach ein bisschen die Zwiebelreste. So, das sieht nicht so schön ausgeschnitten. Packen wir nochmal mit rein, das reicht schon. Ich hab die nicht so schön ausgeschnitten. Alles gut, wenn das jetzt heißen hier. So, ein kleines bisschen Senf. Das ist ja mein Zauberstab hier ins Gesicht. Das ist Senf. Das ist Senf, ja. Sieht nie aus wie Senf. Das ist grober Senf. So, dann machst du ein bisschen Essig. Mhm. Mal rein, einen guten Schluck. Männlichen. So, wir machen ein Tomatendressing, das heißt, da müssen noch Tomaten ran. Mmh, muy grande. So, darfst du mal Tomaten ran machen? Alles? Nein, 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 nein. Oma. Ja, ein bisschen mehr machen. Stopp, gut. So, dann machen wir noch mal ein bisschen Schärfe rein. Was ist das? Öl, Chiliöl. Ja, ballern. So, machen wir ein bisschen. Man kann schon mal mixen. Geil. Welche Stufe? Turbo? Ist egal. Tomaten brauchen immer viel Zucker, also machen wir jetzt noch mal ein bisschen Zucker rein. Ein bisschen Salz. Und frisch mal einen Pfeffer. Und Olivenöl. Ein bisschen Oregano. So, auch nochmal durchmöllern und dann probieren wir. Schön durchmöllern. Der erste Schuss. War schon ganz gut. Aber schon geil, oder? Ja. Weißt du, nur geile Zutaten. Die Schärfe ist auch gut, sollte auf keinen Fall mehr dran sein. Okay. Ja, oder? Das schärft so ein bisschen, genau, es zieht so ein bisschen nach. Aber nicht zu scharf. Ja. Also eine dezente Schärfe. Süße, würde ich sagen, ist auch genug dran. Ein klein bisschen Säure können wir nochmal mit dran geben. Aber nicht viel. Und es natürlich soll, kann auch ein bisschen tomatiger schmecken. Warte. Ein bisschen tomatiger schmecken, damit wir jetzt nicht nur die passierten Tomaten das Ganze dünner machen. Geht das Ganze auch immer ganz gut, wenn man noch ein bisschen Tomatenmark mit dran gibt. Niemand isst Dressing pur, deswegen immer mit Salat probieren. Ja. Mit Salat schmeckt es halt nochmal anders. Das heißt, du nimmst jetzt so ein bisschen von dem Salat, tippst das ein, lässt das abtropfen und dann. Wie so ein Dip. Wie so ein Dressing halt. Ist geil, oder? Na, also das passt doch perfekt zu dem Rucola. Und das ist unser Tomatendressing. Choc-Güzel. Es ist schon. Sag mal, hat der Papa mit dem Zucker schon gute Sähnchen gehabt? Ja, aber wir beide sind dick und wir beide wissen, was das heißt. Das heißt wieder eine Woche McFit. Aber wir gehen ja beide nicht hin. Gut, Salat haben wir quasi fertig. Fehlen eigentlich nur noch die Kroketten. Ja. Und ich kann mich an eine Situation erinnern, wo du sehr viel Spaß hattest. Ja, wobei, jetzt haben ja die Süßkartoffeln weniger Stärke. Das heißt, ich brauche auch weniger Stärke beim. Ne? Ne? Du kannst die Süßkartoffel mal mit deinem Lieblingsküchengerät schön reindrücken. Durchballern. Jo. Schön einen reindrücken. Oder schön richtig reindrücken. So, Klappe zu, Klappe auf. Nicht mehr ganz so weich jetzt, ja? Ja, nee, aber. Also immer noch weich, aber nicht mehr ganz so weich. Schön durch hier, die Kram. Hier, guck mal, schön gucken hier, wie die. Das ist gar nicht mehr so weich, tatsächlich. Wobei, ich bin schon durch. Ne? Ja. Theoretisch kannst du auch so einen Stampfer nehmen und die stampfen. Brauchst keine Presse dafür. Ganz grobst wie gesprungen geht. Nur, dass es halt fein ist. Feine Süßkartoffel. Feine Süßkartoffel.
Genau, der nächste Prozess, den kennst du eigentlich schon ganz gut, weil das ist ja bei Kroketten immer das Gleiche. Wir machen erstmal Eigelb ran. Ja. Erinnerst du dich noch? Eier trennen. Mach mal so, wie viel haben wir da? Ja, 4 Eigelb kannst du da auf jeden Fall dran machen. 4 Eigelb und Eiweiß machst du hier mit rein. Mhm. Cool. Und ich bereite schon mal deine Panierstraße vor. So, ein Trick natürlich, gerade weil Süßkartoffeln nicht so viel Stärke haben, machen wir ein bisschen Stärke rein. Kann man so kaufen, einfach feine Speisestärke. Das heißt, dann halten die auch nochmal besser. Oh shit. Ja, kipp, das ist nicht schlimm, wenn der Eigelb drin ist. Wir wollen das ja nicht steif schlagen. Wenn du das jetzt steif schlagen wollen würdest, würdest du es nicht mehr hinbekommen. Genau, wenn du dachtest, es wäre vorbei mit den Eiern, die restlichen Eier müssen auch noch rein. Wo rein? Da rein? Ja, für die Panade. Aber mit allem, ne? Ja, mit allem, das Vollei jetzt. Aber ohne Schale. Oh, das wird schwer. Können natürlich auch wieder die Gordon Ramsay Challenge machen. Nee, hör auf, ich habe das gesehen. Warst du froh, dass das Ola war und nicht du, oder? Oh, da ist schon wieder eine Schale drin. Was wir natürlich jetzt haben, jetzt ein Eigelb, Stärke, Butter machst du ein bisschen rein. Das kennst du ja. Schön buttern. Schön buttern. Warum ist denn die so zerlaufen hier? Weil die neben den warmen Süßkartoffeln gelegen war. Achso. Hier so eine Hälfte oder was? Ja, ja, ein bisschen weniger. So? So, ja. Ja, ja. Gut. Und was auch geil passt, gerade so zu der Süße, ein bisschen Schärfe, noch ein bisschen Chili mit dazu. Jo, gönn. Gönnung. Rein, jawohl, ordentlich. So, und Salz natürlich. Oh, das riecht. Das kannst du mal verqueren. Das Chili-Pulver riecht. Rein mit der Hände. Ja, rein da. So, Kalle, jetzt geht's ans Krokettenformen. Ich hatte ja schon gesagt, Süßkartoffeln haben weniger Stärke als normale Kartoffeln. Das heißt auch, dass der Teig sehr weich ist. Deswegen ist es umso wichtiger, ich hatte das ja erklärt, den richtig ausdampfen zu lassen. Sollte der Teig trotzdem noch zu weich sein, Stärke und oder Mehl hinzugeben. Das habe ich jetzt auch nochmal gemacht. Das heißt, wir können das formen. Es wird sich trotzdem nicht ändern lassen, dass der Teig sehr weich ist. Ne? Das ist eine sehr weiche Krokette. Das heißt, du musst sehr gefühlvoll mit diesen Kroketten umgehen. Natürlich ist es gut, wenn da wenig Wasser dran ist. Trotzdem geht es einfacher, wenn wir uns mal kurz die Hände feucht machen, weil dann lassen sich einfacher Kroketten formen. Ja. Genau, ich mache dir jetzt mal eine Form. Das heißt, du greifst dir da natürlich entsprechend Teig raus. Mit den feuchten Händen, wirklich ganz vorsichtig. Mhm. Ja, formst du so eine schöne Krokette, dann siehst du, sind die Hände auch nicht so eingesaut. Und dann können wir auch gerne sonst Arbeitsteilung machen, aber ich würde dich trotzdem erstmal eine machen lassen, damit du mal so ein Gefühl dafür hast. Und dann wälzt du die hier im Mehl. Ja. So, sie ist sehr, sehr weich, weil es eben Süßkartoffelteig ist und kein Kartoffelteig. Dann ins Ei. Und dann kennst du ja ins Paniermehl. Und wie gesagt, wir können auch gerne Arbeitsteilung machen. Da sehe ich uns. Aber ich würde dich jetzt ein paar Mal selber machen, damit du deine eigenen Kroketten mal gemacht hast. Jo. Eine eigene Süßkartoffelkroketten. So, dann ganz vorsichtig hier reingeben. Ich glaube, meine Hände waren nicht feucht genug. Mit Gefühl. Sonst, ja genau. Ganz viel Gefühl. Ah, das klebt. Pack nochmal rein den Teig, fang nochmal neu an. Pack den rein, mach nochmal die Hände feucht. So, einen kleinen Tipp, den ich euch beim Panieren gebe. Manche machen das auch, dass sie immer nur unterschiedliche Hand für die unterschiedlichen Phasen. Trotzdem kriegst du irgendwann diese Klumpfinger. Das lässt sich nicht gänzlich vermeiden. Ich habe es lieber, wenn ich eine Hand immer sauber lasse. Das heißt, wenn ich in irgendeiner Weise irgendwie eingreifen muss, habe ich halt noch eine saubere Hand. Du dir den ganzen Shit einsaust, ne? Ja. Also, ne, gerade ich meine, wenn... Oh, das ist aber keine schöne. Was soll denn das jetzt? Ja, so ein Häufchen. Ein Kackhaufen. Aber sag mal, Kalle, was hast du eigentlich für eine schicke Schürze an, bevor du jetzt weiter einsaust? Wolltest du mal 2 Meter zurückgehen, damit man die sieht? Das ist jetzt schon natürlich ein bisschen mehlig, ne? Aber, ja, aber das kommt beim Kochen dazu, weißt du? Weißt du? Wenn man die Krokette so ein bisschen an die Schürze reibt. Ja, das ist eine schöne Mori-Koch-Schürze. Jo. Gibt's die jetzt schon im Shop? Das weiß ich noch gar nicht. Also, ich weiß nicht, wie es zu dem Zeitpunkt des Videos ausschauen wird. Kalle, wir kommen zu deinem Lieblingsschritt. Du darfst frittieren. Wow. Hört sich nicht sehr begeistert an. Wir haben die Fritteuse mal vorgeheizt. Ja. Genau, am besten nimmst du die wahrscheinlich mit der Hand und packst sie da. Ja, okay. Das ist jetzt nur, falls gar nicht anders geht. Ich bin sehr vorsichtig. Die ersten sind noch die, die am schönsten geworden sind.
soll das denn jetzt heißen? Alles Prachtexemplare hier. Genau, den Korb auch nicht zu voll machen, dass sie nicht aneinander kleben. Die müssen halt schwimmen. Und engage. Die sind schon kurz vor gut. Ich meine, rein optisch sehen die ja jetzt schon aus wie die anderen, ne? Ja. Ja gut, also ich meine, was das der war, ist immer die noch die gleiche Panade. Dass die dann gleich aussehen, ist logisch. Hätte man da nicht noch optisch ein bisschen was machen können? Meinte die Panade, hätten wir Paprikapulver oder so dran machen können. Hätten wir eigentlich noch eine Semmelbrösel machen müssen. Ja, yeah, das ist ja, Semmelbrösel ist ja die Panade. Ja. Dann sehen die dunkler aus. Kleinen Tick noch, einen kleinen Tick noch. Ich lass dich das machen. Ich erhebe dich zum koketten Rat, aber noch nicht in den Rang eines koketten Meisters. Ich bin die Kokette, du kannst mich gar nicht erheben. Ich bin das, was das ist. Ich bin Kartoffeln in Fett. Eine fette deutsche Kartoffel. So, das sieht doch gut aus, wie auch immer. Engagen. So, rein damit. Sieht echt gut aus. Während du jetzt die Kroketten frittierst, mache ich schon mal den Salat schön. Ja. Wir können ja schon mal anrichten im Prinzip. Mach mal schön Salat. Erste Portion haben wir schon. Das heißt, wir nehmen unseren Rucola-Salat. Ja, weißt du, wie er auf Deutsch heißt? Rucola? Ja. Ricola. Rauke. Rauke. Rauke Ludewig, grüß dich. Danach gibt es natürlich die Zwiebeln, die machen wir noch mit rein, schön. Das duftet aber nach Zwiebeln. Das sieht auch geil aus. Dann Cherry-Tomaten, falls ihr euch wundert. Knoblauch haben wir auch geschnitten, das haben wir noch mit dem Dressing gemacht. Das habe ich aber vergessen mit ins Video reinzunehmen. Beziehungsweise mit der Kamera aufzunehmen. Deswegen stellt euch einfach vor, wir haben da noch geil Knoblauch reingemacht. Rezept in der Beschreibung. Das sowieso. Den Rest habt ihr ja gesehen. Und schön Feta. Hast du schon vorgeschnitten? Ja, natürlich. Alter, mein Gott, Mori, du bist ein krasser Dude. Und dann geben wir unser Dressing dazu. Ach, jetzt mischt du da, ne? Den Shit. Genau, weil dann hast du immer die richtige Menge an Dressing. Wenn du das hier so durchmöllerst und niemals zu viel. Weil das Zusätzliche sammelt sich ja unten. Ja. Und dann kannst du das hier einmal so schön durchballern. Du machst die Krokettenstation. Würde jetzt in der Küche sagen, er wäre jetzt gerade der Entremetier und ich wäre der Garmanger. Ganz genau so würde ich nämlich auch sagen. So, dann kann man nämlich schön, wo wir es ja auf der Schiefernplatte gehabt haben, das in die Hände nehmen und dann kann man es hier in die Höhe bauen, den Salat. Geht das? Wie du siehst. Boah, das sieht aber lecker aus. Das drapieren wir noch mal ein bisschen. Das müssen wir mit Zeit, wir haben ja Zeit. Und dann, Kalle, suchen wir uns die schönsten Kroketten aus. Oh. So gut. So, Kalle, jetzt kommt auch der schöne Teil. Ja, wenn wir die Kroketten hier fertig machen, darfst du schon mal probieren. Ja, ich habe ja mal den Salat fertig gemacht. Geil. Das war's im Prinzip auch schon mit Mori kocht. Ja, ihr habt alles gesehen, was ihr sehen müsst. Aber jetzt hast du die Kroketten nicht im Blick, ja? Ja, du machst sie alles gleichzeitig. Engage. So, die letzte Fuhre. Freuen sich auch die Kollegen. Das heißt, dann können wir einfach den Kollegen Bescheid sagen, oder? Ganz vergessen, noch das Brot dazu zu legen, aber scheiß drauf. Ein paar Scheiben mehr. Und du bist nicht so der Weinträger. Ja, komm, mach auf. Ja, alles klar. Liebe Krokette. So. Probieren, was wir da gezaubert haben. Lecker. Ein bisschen Dressing können wir noch mit dran machen. Ja. Also man merkt natürlich sofort, dass die Kroketten anders schmecken. Ne? Also gerade auch, was ja logisch ist. Das merkt man. Das schmeckt man auch. Geil, aber mit dem Dressing. Das Dressing schmeckt mega gut. Also es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, was die Kroketten angeht. Wegen dieser Süße meinst du, weil die so mild sind? Also man erwartet erstmal was anderes. Aber völlig fein. Ich höre auch die Kombination. Diesen Salat. Kann man sich absolut geben. Ich mag diese Schärfe, die da noch durchkommt, geil. Und wir fressen den ganzen Tag, ne? Kalle. Du musst dir nur das Brot da vorne holen. Brot. Baguette. Ciabatta. Le Baguette. Baguette. Ciabatta.
Ah, ich darf das von deinen Händen essen. Geil. So sah das nämlich aus. Es schmeckt echt geil. Mach ja auch was. Warte, ich erst von dem Teller mit. Wir sind beide dick, Mori. Wir können nicht beide von einem Teller essen. Deswegen bin ich hier. Und dann kommt hier der Maxim, kriegt ihr die Premium-Portion, wir sollen es einen teilen oder was? Das stimmt ja nicht mit dir. Es ist doch noch genug da, Kalle. Hast du ja schon wieder Futterneid oder was? Ja, ich hab immer Futterneid. Ja, was ist das? Kroketten. Ah, dann mach's gleich, okay. Alter, ihr mit der Mori-Schürze, kauft die. Ich weiß auch gar nicht, was es schon zu kaufen gibt, wenn das Video rauskommt, aber... Doch, gibt es. Kaufen. Link in der Description. Description. Oh! Auf Englisch klingt immer besser. Denken Sie wirklich mit mir. Außer Schabernack. Schabernack. Frisst nicht zu viel, ne? Da kann ich zu viel von ernähren. Machst du eigentlich noch Sport? Ja, geht. Manchmal gehe ich zum Auto. Manchmal gehe ich zum Auto. Dreimal am Tag. Alkohol auf der Arbeit, ja? Oh, hab ich auch ein Glas. Willst du auch ein Glas? Ja, gern. Da vorne gibt es ein Glas und kann ich dir was anbieten.